Und willkommen zurück zu The Inner World. Ja, in der letzten Folge hat sich ja Conroy hier wegkatapultiert mit seiner eigenen Waffe. So, ich bin jetzt gespannt, ob wir endlich mal das jetzt nutzen können. Also den Basilen. Ob wir den jetzt endlich mal da hinten benutzen. Wo kommt der denn her? Ach. Jetzt kann ich die beiden benutzen. Alles klar. Conroy muss mir heimlich auf einem anderen Basilen gefolgt sein. Wie konnte ich das nur nicht bemerken? Alles klar. Und der hat natürlich auch versteinerte Augen. Und die können wir 100% nehmen. So. Halt. Das sind Versteinerungsaugen und das andere sind Entsteinerungsaugen. Können wir die nochmal hier reinpacken? Scheiße, können wir nicht. Auf jeden Fall können wir die jetzt So kann benutzen. ich sie nicht benutzen. Ach, jetzt sag nicht, wir müssen die immer austauschen. Oder? Ach du Kacke. Och nö. Ja, wir entsteinern die erstmal. Ich hoffe, das klappt. Schuss. Ne, das wird doch jetzt funktionieren, oder? Gucken wir mal. Was? Schon wieder? Das darf doch nicht. Keine Bewegung. Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der mit der Waffe. Argument. Steinerungsaugen. Nein. Kann ich Kugeln auf den schießen? Was wird das? So, ja. Jetzt, du schießt dich da wieder selber weg, oder? Ja, die Szene hatten wir schon mal. Zum Glück funktioniert's. Dieses Mal? Hä? Sind wir schon wieder bei den Teilen? Oder was ist jetzt hier los? Kann ich die jetzt hier irgendwo hin tun? Naja. Na. Irgendwas kann ich doch ganz bestimmt machen. Naja. Ups. Warum habe ich plötzlich Lust zu tanzen? Nö, hätte ja sein können. Aber was wäre mit tanzen? Ist das jetzt ein Hinweis oder ist das keiner? Das war. Gehen wir nochmal hier raus. Ich finde, wir drehen hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht ein wenig. Das bringt jetzt nichts. Vielleicht ein wenig. So, bringt das jetzt sowas? Ich denke mal nicht. Ich glaube, das geht nur gegen die Wand, ja. Mist. Vielleicht ein wenig. So, wo geht das jetzt hin? Na, das geht doch hier zu den. Okay, das kann aber. Irgendwas haut da nicht hin. Nehmen wir mal die Entsteinungsaugen raus und meine Fresse, mein Deutsch ist heute so schlecht. Und probieren mal die Versteinerungsaugen. Ich könnte. Naja. Jetzt kommt Conroy wieder, oder? Oh, der kommt da rein wie so ein Pedo. Hihihi. Ich habe eine Ich Waffe weiß und du ja nicht. nicht, wie du es geschafft hast, dich zu entsteinen, aber. Hä? Wie hast du den Aufprall mit der Wand überlebt? Das frage ich mich auch. Ich habe zuerst gefragt. Wie mache ich das jetzt? Kann ich Huck irgendwie hier rausschicken? Das wird nicht.
Irgendwie bringt das nichts. Das hat nicht ganz geklappt. Was mache ich? Kann ich mit dir reden? Kannst du mich nicht verschonen? Nein. Oh, wir können ihn fragen, warum? Warum hast du das getan? Was? Du hast Tausende versteinert und unsere ganze Welt an den Rand zum Erstickungstod getrieben. Ach das, ja. Nun, alles, was ich wollte, war eine Chance, diese Welt besser zu machen. Dein Vater hat mich ja nicht gelassen. Du wolltest die Todesstrafe einführen und das Volk unterwerfen. Du klingst genau wie dein Vater. Wow, das ist das Netteste, was du jemals zu mir gesagt hast. Basil? Du hast dir Götter ausgedacht, um die Leute zu unterwerfen. Basilen existieren schon immer in den Köpfen der Asposa. Aber es ist nicht wahr. Die Dynastie hat den Wind gebracht. Es hat nur nie irgendwer gewusst. Tja, dann wurde ihnen ihre eigene Bescheidenheit zum Verhängnis. Nein, soweit ich weiß, warst du das. Nase? Mein ganzes Leben lang hast du mir eingeredet, dass ich missgebildet sei. Das war nicht gelogen. Oder willst du behaupten, dass die Löcher in deiner Nase normal seien? Hey, du kannst. Ich kann damit Wind entstehen lassen. Das kann ich auch, wenn ich kräftig ausatme. Du hast mich nur am Leben gelassen, damit ich Wind für dich beschwöre. Robert, müssen wir denn streiten? Ich habe es immer gemocht, wenn du für mich gespielt hast, mein Junge. Ich habe dieses Lied gehasst. Ich bin nicht dein Junge. Und für dich heißt das immer noch Okario Boe der Dritte. Conroy. Ich habe alles getan, damit du mich beachtest. Du warst mein Held und ich habe an dich geglaubt. Es war ja nicht so, dass ich dich gehasst habe, Robert. In einigen Momenten habe ich dich sogar toleriert. Wenn ich gespielt habe? Bist du auf deine alten Tage doch noch sentimental? Glaube nicht, dass das hier nicht auch für mich schwer wäre. Ich glaube, du hättest mich schon viel früher getötet, wenn du mich nicht noch gebraucht hättest. So viel Bitterkeit, Robert? Deine Erziehung. Ja, und Teddy. Was ist mit Theobald passiert? Du meinst diesen Bären, mit dem du gespielt hast, als du klein warst? Ja. Ich habe ihn verbrannt, bis nur noch seine Augen da waren. Oh, du Penner. Und die habe ich dir unters Kopfkissen gelegt. Du Monster. Du Drecksack, eher. Ja, toll. Dieses Gespräch ist für mich beendet. Ich kann nichts machen, oder? Naja. Naja. Irgendwas können wir doch machen, bestimmt. Kann ich spielen? Ach du Kacke, wie ging das denn? Das. Ach du Kacke, das hab ich total vergessen. Das. Das. Da. Nee, das habe ich total vergessen. Ich werde offline nochmal gucken, wie der Code hier war. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Also, bis gleich. So, und ich habe jetzt schnell geschaut. Wir müssen das gar nicht aktivieren. Denn... Ja, wie komme ich jetzt hier schnell wieder raus? Ich denke mir einfach hier. Damit er sauer wird. Das hat nicht ganz geklappt. Keine. Ja, komm. Zum Glück. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Es war schon fast richtig, also so wie ich mir das gedacht habe, dass wir Hack dahin schicken können.
Bloß wir müssten den erstmal hier irgendwie so... Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Was? Basil? Das könnte... Hä? Fass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Hol dir den Fisch? Ach so, ja, das hat nicht ganz geklappt. Ach, Moment. Ich hab das jetzt halt nur so mal durchgeklickt, so ganz schnell. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auto. Ja, das ist. So, wenn ich jetzt das hier mache, Fass, dann dürfte er los, den Huck, Fisch hol holen. Dir den Fisch. Ups. Er würde zum Fisch fliegen und den Auslöser drücken. Aber von hier aus kann ich das auch selbst erledigen. Okay, so. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt denken, was jetzt passieren wird. So. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Hab ich dich nicht gerade versteinert? Yep. Hast du mich vielleicht... Das hast du schon 50.000 Mal gemacht, bloß ich habe nicht gecheckt, was ich machen sollte. Da grinst er erstmal doof, aber der grinst nicht mehr lange. Der Vogel ist so geil. Blub. Und... Treffer. Okay, das war dann mal einer. So, jetzt haben wir einen Phosphorus-Anhänger. Es wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Okay, der war jetzt echt sarkastisch. Das kann ich nicht ver... Okay, Konversüberreste. Ob einer dieser Steine sein Herz ist? Welches Herz? Nein. Okay. Können wir jetzt zurück und dann hier die Leute entsteinern? Oder was ist jetzt hier los? Mal schauen. Gut gemacht, Huck. Du kommst wieder mit. Ich nehme dich wieder mit. Den Fisch ja auch. Du kommst mit mir, Alter. So. Vor allen Dingen, wir können den Fisch jetzt mit den Händen nehmen auf einmal. Vorher mussten wir den ja mit den... Steindingern, Quatsch, mit den Papier aufheben. Anscheinend ist er nicht mehr so glitschig. So funktioniert das jetzt, wie ich das vorhab? Nee, irgendwie nicht. Irgendwas muss ich hier jetzt noch anstellen. Das war doch jetzt... Die hängt... Warum sollte ich... Vielleicht kann ich den Fisch jetzt nochmal da... holen. Fisch nochmal dahin. Ich sollte diesen... Ja. So, nochmal zur Windkapelle zurück. Und Huck. Warum? Und Huck. Das mache ich. Okay, Ich glaube. Ich guck nochmal schnell offline, weil. Hä, das kann ja nicht sein. Ja, bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Ja. Wir haben den Phosphor-Anhänger hier an die Seite gehangen. Und jetzt wird das auch funktionieren mit den. Strahl hier. Ich muss halt meine Ideen bzw. meine du Gedanken mit mir, alter mal besser umsetzen. Ja, dann wird das auch mal funktionieren. Zack. Ach, ist das schön, wenn man die Leute hier befreien tut. Wer bist du, Bengel, dass du unsere heiligen Hallen betrittst? Ich hab euch gerade gerettet. Ich bin Robert. Nein, bist du nicht. Du bist Okarios, Junge, und du bist groß geworden. Meine Güte, wie lange ist es her, dass Conroy die Basilen auf uns losgelassen hat? Ich fürchte, 15 Jahre ungefähr. 15?
Da brat mir doch einer einen Windmönch. Wir werden diesen Mistkerl vierteilen. Das ist der Schurke. Wo steckt dein Vater? Ich muss mit ihm reden. Oh. Er ist immer noch versteinert. Wart ihr das? Ja, mein ältester Freund, mein Orchestermeister. Ist vielleicht meine Mutter hier irgendwo? Bei dem Angriff... Ich habe gesehen, wie sie versteinert und zerstört wurde. Es tut mir so leid, mein Junge. Sie war eine so kluge, warmherzige... Eine elende Schande ist das! Eine Schande! Aber deine alten Herrschaften haben dich geliebt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ehrlich? Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Okario hat sich immer gewünscht, dass du das Orchester an seiner Stelle führen würdest. Komm, Junge, tun wir ihm den Gefallen. Okay, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, sind unsere Eltern tot. Das sieht genial aus. Herrlich! Nach all den Jahren bekommen die alten Knochen mal wieder Bewegung. Ja, ihr seid wirklich alt. Da fällt mir ein, die Versteinerten. Ich muss ihnen helfen. Aber es gibt keinen schnellen Weg aus dem Wald. Keine Sorge, ich fliege einfach. Was? Du kannst fliegen? Nein, ich reite einfach auf den Basilen. Du reitest auf Basilen? Aber es sind Gottwesen, die... Nein, meiner ist kaputt. Ich nehme einfach Conroys. Okay, ihr kennt den Song. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Teufelskerl! Unser Kapellmeister! Der Spielt weiß ja. auf, ihr nasenlosen Söhne von Tasteninstrumenten! Jetzt sorgen wir für ordentlich Durchzug! Ah, okay. Wir entsteinern gerade alle. Ach Gottchen. Flötenmäuse, hast du es geschafft? Ja, alle sind entsteinert. Auch die Flötennasendynastie. Jetzt hat Asposien endlich den Wind zurück. Na toll. Muss ich jetzt deine Eltern kennenlernen? Ja. Nein, die sind tot. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Nein, dass ich immer so gemein zu dir bin. Ich mach das eigentlich nur, weil ich dich wirklich gern habe. Hm. Oh, wofür war das denn? Dafür, dass du die Welt gerettet hast. Und das war für den Kuss. Du dachtest wohl, ich merk das nicht. Das war's absolut wert. Genial. Okay, ja, ich würde mal sagen, das war ein tragisches, aber auch ein lustiges Ende. Eigentlich tragisch und gut. Wir haben die Welt gerettet, unsere Eltern sind aber tot, aber ja, wir haben die Welt gerettet. Ich finde eigentlich, dass, wenn die Eltern tot sind, dass das schlimmer ist. Aber ja. Ja, das war's dann mit dem Let's Play von The Inner World. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, falls ihr noch mehr wollt. Ja. Schreibt vielleicht noch einen Kommentar hier runter. Und dann lasse ich jetzt noch die Credits hier durchlaufen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.